السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے واقعات اور آپ کے حوالے سے کافی باتیں بیان کی ہیں ان کو über die Ereignisse des verheißenen Messias al-Islam und einige Weisheiten, die der zweite Kalif radiallahu ta'ala anhu in seinen Reden erwähnt hat. Darüber werde ich auch heute sprechen aus verschiedenen Stellen. Werde ich solche Ereignisse aussuchen und jedes Ereignis wird in sich eine Lehre für uns auch tragen. Die Mitglieder der Jamaat sollten ihr Wissen erweitern und verstärken. Solche, die nach Wissen streben, sollten über Geschichte Bescheid wissen, auch über die aktuellen Ereignisse. Vor allem jene, die Tabligh machen, Murabbiyan, Muballighin, sollten darüber Bescheid wissen und sollten insbesondere ihr Wissen erweitern. Und heutzutage bekommen wir dieses Wissen sehr schnell und sehr unmittelbar. Aber der verheißene Messias hat darüber auch gesprochen und der zweite Kalif hat dies erläutert, das macht uns darauf aufmerksam, dass wir unser Wissen erweitern sollten, dass wir unsere Fähigkeiten erweitern sollten und wahres Wissen und wahre Heiligkeit erlangen sollten. Also Muslim Radiallahu Anhu sagt diesbezüglich, der verheißene Messias al-Islam, wir haben vom verheißenen Messias al-Islam einmal gehört, dass er zu sagen pflegte, dass es einen Menschen gab, der als ein Heiliger und Besurg galt. Ein König, der Minister eines Königs schloss sich diesem Menschen an und er propagierte seine Heiligkeit und dass er heilig ist und dass er sehr erhaben ist. Er propagierte dies im ganzen Reich und sagte, dass dieser Mensch sehr heilig ist und Gott ergeben ist und Gottes Freund ist, bis er sogar dem König sagte, dass der König ihn auf jeden Fall besuchen sollte. Der König sagte, stimmte dem zu und sagte,
dass ich an jenem Tag zu diesem Besuch hingehen werde. Wer auch immer er ist, den du als Besuch bezeichnest. Der Minister ging zu dem Besuch und richtete ihm aus, dass der König an jenem Tage zu ihnen kommen wird. Sie sollten mit ihm so sprechen, damit er von ihnen beeindruckt sei und auch ihnen folgt. Und wenn der König ihnen folgt, dann wird das ganze Volk hinter ihnen stehen. Also muss jemand sagen, Gott weiß, ob er ein Besuch war oder nicht, aber diese Ereignisse zeigen uns auf jeden Fall, dass er dumm war. Denn als er hörte, dass der König kommen wird und er und ich etwas ihm sagen sollte, das ihn beeindruckt, dachte er darüber nach, was er sagen werde. Und als der König kam, um ihn zu treffen, sagte er, O du König, Sie sollten Gerechtigkeit walten lassen. Schauen Sie, der Sikandar Alexander, der unter den Muslimen herrschte, war ein gerechter Herrscher, obwohl Alexander vor hunderte Jahre vor dem heiligen Propheten Muhammad, sogar vor Jesus Islam schon verstorben war. Aber er dachte, dass Skandar, also Alexander der Große, ein König nach dem heiligen Propheten war und er nannte ihn einen muslimischen Herrscher, der gerecht war. Also Muslim sagt, dass das bedeutet, dass der heilige Prophet, dass er hunderte Jahre nach dem heiligen Propheten quasi erschienen sei, denn er könnte ja nicht unter den ersten vier Kalifen gewesen sein. Er könnte auch nicht unter Hazrat Muawiyah gewesen sein, denn Hazrat Muawiyah war der König damals für die Muslime. Auch bei den Banu Abbas konnte er nicht erscheinen, denn sie waren die Herrscher. Das heißt, wenn Alexander ein Muslim war, dann wäre er 400-500 Jahre nach dem heiligen Propheten Muhammad gekommen, obwohl er doch hunderte Jahre vor dem heiligen Propheten Muhammad schon verstorben war. Jener König, der schon hunderte Jahre davor verstorben war, wurde von diesem Menschen als ein Gefolgsmann des heiligen Propheten Muhammad bezeichnet. Das Resultat war, dass der König sehr zornig wurde und wegging. Also Muslim Radhiyallahu Anhu sagt, dass ein Wissen über die Geschichte zwar keine Bedingung für einen Heiligen ist, aber er selber hat sich ein Bein gestellt, indem er sich in der Geschichte einmischte. Wer hatte ihm gesagt, dass er sich einmischen solle? Man sollte also richtiges Wissen besitzen und das, was man sagt, darüber sollte man Bescheid wissen, ob das historisch überhaupt stimmt. Sein Wunsch nach Ruhm zerstörte ihn, diesen Menschen. Wenn der Mensch von der Wahrheit ablässt und so versucht, ein Besuch zu werden, dann wird er demütig untergehen und das wird sein Ende sein. Über Hazrat Maulvi Abdul Karim Sahib und wie gutmütig der verheißene Messias Sallallahu Alaihi war und welchen Schmerz der verheißene Messias Sallallahu besaß, darüber sagt der Muslim Radhi Allah Anhu. Also Muslim Radhi Allah Anhu sagt, dass die Menschen immer sehr schnell einen Fluch auf jemanden senden. Aber wir sollten niemals jemanden verfluchen, sondern sollten auch für unsere Gegner beten, denn sie sind es doch, die auch Gläubige sein werden. Maulvi Abdul Karim Sahib pflegte zu sagen, dass er ein Zimmer hatte über das Zimmer des verheißenen Messias al-Islam und dort verbrachte er seine Zeit und der verheißene Messias al-Islam lebte im unteren Teil des Gebäudes, als einmal er, also Maulvi Abdul Karim Sahib, von unten so sehr ein Weinen vernahm, als ob eine Frau in den Wehen liegen würde. Er hörte genau zu und bemerkte,
dass der verheißene Messias al-Islam betete und sagte: O Allah, wenn diese Menschen durch die Pest sterben, wer wird dann an dich glauben? Schaut, die Pest war doch ein Zeichen, welches der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam prophezeit hatte. Und der verheißene Messias al-Islam hat auch die Pest prophezeit gehabt, aber trotzdem, als die Pest kam, betet dieser Mensch für den, für dessen Wahrhaftigkeit die Pest gekommen ist, vor Gott und jammert und weint und sagt: O Allah, wenn diese Menschen sterben, wer wird dann dir glauben? So sollte ein gläubiger Mensch sein. Ein Gläubiger sollte nicht jemanden verfluchen und für ihn Schlechtes beten, denn er ist gekommen, um sie zu retten. Ein gläubiger Mensch kommt, um diese Menschen zu retten, um die Welt zu retten. Und er ist aufgestanden, um die Welt zu retten. Wenn er die Welt verflucht, wen wird er dann retten können? Die Ahmadiyyat wurde doch deswegen gegründet, damit sie den Islam rettet. Die Ahmadiyyat ist gegründet worden, damit sie die Muslime errettet und ihre Herrlichkeit ihnen zurückgibt. In der Zeit von Banu Umayya hatten die Muslime eine Herrlichkeit. Und diese Herrlichkeit möchte die Ahmadiyyat wieder den Muslimen geben, dass die Schwächen, die Banu Abbas und Banu Umayya hatten, nicht bei ihnen sein sollen. Wir sind aufgestanden, um Menschen empor zu stellen und ihnen Herrlichkeit zu geben, und wir können niemals sie verfluchen. Der verheißene Messias al-Islam sagt an einer Stelle, in einem persischen Gedicht: O mein Herz, du sollst auf die Gefühle dieser Menschen achten, damit ihre Herzen nicht unrein werden. Du sollst sie nicht verfluchen, denn sie lieben doch den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und aufgrund dieser Liebe, die sie zum heiligen Propheten haben, beschimpfen sie dich. Die armen Menschen wissen nicht Bescheid. Sie sind unwissend. Die Maulvis lehren ihnen und sie geben dies wieder, was die Maulvis ihnen sagen. Auch heute gibt es viele Ahmadis, die ihre Ereignisse schicken und sagen, dass wenn die Wahrhaftigkeit der Ahmadiyyat den Gegnern erläutert wurde, oder solche Menschen, die Gegner waren, waren sie verblüfft, diese Menschen. Und auch ich weiß, dass einige Nicht-Ahmadis mir Briefe schreiben und sagen, wie sie über die Wahrheit der Ahmadiyyat erfahren haben, und dass sie jetzt nun Bescheid wissen, dass die Maulvis logen und uns betrügen wollten. Und auch in Afrika gibt es viele solche Ereignisse, wo später Jamaas gegründet wurden und die Menschen sagten, dass die Maulvis uns irre geleitet hatten über die Ahmadiyyat und angelogen hatten. Unser Gebet muss also sein, dass Allah, die Umma, die Gemeinschaft des heiligen Propheten von den falschen Führern und von den falschen Gelehrten, die in die Irre führen, errettet und den normalen Menschen die Kraft gibt, die Wahrheit zu erkennen. Darüber, dass was ein wahrer Muslim ist und was ein Muslim machen sollte, wenn Gefahren entstehen, und dass Allah ihm für ihn solche Wege schafft, die gut sind. Es gibt einen Vers, eine Strophe von einem Gelehrten, in der es heißt: dass der Gott, wenn er ein Volk prüft, dann liegt darin ein Schatz für dieses Volk. Also Muslimot sagt, dass der verheißene Messias deshalb diese Strophe auch immer zu rezitieren pflegte und sagte: Wenn ein Volk wahrhaft zu einem muslimischen Volk wird,
dann werden alle Gefahren und alle Prüfungen, die für sie vorhanden sind, ein Weg zur Erlösung sein und zum Fortschritt sein. Und sie werden immer Gutes und Frieden erlangen. Jeglicher Schmerz und jegliche Qual, die kommt, bringt eine Ruhe mit sich. Und in der ganzen muslimischen Umma sind die wahren Muslime jene, die den Imam dieser Zeit und vom heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seinen Geliebten, erkannt haben und sich mit ihm verbinden. Wenn wir Schwierigkeiten erleiden müssen, dann sind dies Prophezeiungen und Botschaften für eine gute Zukunft. Und das ist ein Niveau, um die Wahrheit zu messen, dass nach den Schwierigkeiten Frieden kommt. Die Geschichte der Jamaat ist ein Beweis dafür, dass nach jeder Prüfung für uns durch die Segnungen Gottes Fortschritte kamen. Darüber erläuternd, dass man auch durch schlechte Gesellschaft falsche Gedanken in sich aufkommen lässt, darüber, dass jemand gar nicht jemanden zu einer falschen Sache irreleiten muss, sondern dass seine Gesellschaft ausreicht, die Gesellschaft eines irregeleiteten Menschen ausreicht, um die Gedanken eines anderen Menschen zu beeinflussen. Darüber sagt der Muslim al-Dazilatalanho, dass ein Sikh-Schüler, der im Government College lernte und eine aufrichtige Bindung zum verheißten Messias al-Islam hatte, er sagt, und Hazrat Khalifatul Masih Awwal Rasulullah, das heißt in einer anderen Überlieferung, dass er dazu den ersten Kalifen auswählte für diese Übermittlung der Botschaft und sagte, ich hatte früher an Gott geglaubt, aber jetzt zweifle ich daran. Der verheißene Messias al-Islam überreichte ihm die Botschaft, dass er doch seinen Platz, an dem er sitzt, in der Schule tauschen sollte. Dann sagte er, dass er nun keine Zweifel mehr an die Existenz Gottes hat. Als dies dem verheißenen Messias Islam gesagt wurde, sagte er, er hatte eine falsche Wirkung von einem Menschen, der neben ihm saß, und er war ein Atheist. Als er seinen Platz gewechselt hat, hat er diese Auswirkung nicht mehr gehabt und er hatte keine Zweifel mehr an der Existenz Gottes. Das heißt, auch die Gesellschaft mit einem Menschen, der irregeführt ist und dreckig ist, hat eine Auswirkung, und auch ein Mensch, der mit einem reinen Menschen sitzt, hat eine gute Auswirkung. Das heißt, die Gedanken eines Menschen wirken sich auf den anderen Menschen aus, ohne dass man dies merkt. Und vor allem, die Jugendlichen sollten sich darum bemühen, dass ihre Freundschaften und ihre Gesellschaften mit solchen Menschen sind, die nicht Falsches auf sie auswirken. Genauso sollte man im Fernsehen etc. und auch die älteren Menschen sollten darauf achten, dass sie ihre Kinder zwar dazu ermahnen, sich von falschen Dingen fernzuhalten, die eine falsche Auswirkung auf die moralischen Eigenschaften der Kinder haben oder die nicht für die Kinder geeignet sind, altersgeschützt sind, aber selbst, wenn Eltern diese Programme sich anschauen, dann werden auch die Kinder dies an einem Tag sehen. Und zweitens, ohne zu wissen, hat dies eine Auswirkung auf die Umgebung und auf die Erziehung der Kinder. Solche Eltern, die das tun, es kann nicht sein, dass sie danach Taqwa besitzen. Und wenn sie die ganze Nacht da sitzen und dann auch nicht zum Gebet aufwachen, das kann nicht sein, dass das eine gute Auswirkung hat. Die Eltern sind also verpflichtet, das Haus reinzuhalten und die Gesellschaft im Haus reinzuhalten, denn auch unbewusst hat dies eine Auswirkung auf die Kinder.
Also Muslim Radzi Allah Ta'ala Anhu sagt an einer anderen Stelle, dass der verheißene Messias Al-Islam zu einigen Menschen zu sagen pflegte, dass man eine Bindung braucht, um jemanden um Gebet zu bitten. Du solltest etwas dafür tun, damit ich bete. Das war eine Art und Weise, damit die Bindung wächst. Dafür hat der verheißene Messias al-Islam auch erläutert, dass jemand zu einem Besuch ging, um ihn um Gebet zu bitten. Und er hatte im Haus etwas verloren. Der Besuch sagte, finde das wieder, was ich verloren habe, dann werde ich für dich beten. Die Person war sehr verwundert, dass er diese Papiere verloren hatte und ich habe ihn doch um Gebet gebeten und warum sagt er, dass er mir diese Papiere, dass ich ihm diese Papiere besorgen soll? Aber er wollte ja, dass dieser Besuch für ihn betet. Er ging hin und holte sich Halwa und als der Halwai, der Süßigkeiten verkauft, ihm diese Halwa, diese Süßigkeit gab, sah er Papiere, die genau diese Papiere waren, die dieser Besuch gebraucht hat. Und er sagte, das sind meine Papiere, die ich gebraucht habe. Er ging mit der Halwa dahin und sagte, ich habe meine Papiere gefunden. Und der Besuch sagte, ich habe dich deswegen gesagt, du sollst die Halwa bringen, damit eine Bindung mit mir von dir da ist, damit ich für dich beten kann. Aber schau, dass Gott auch so deine Papiere wieder dir gegeben hat. Es gibt viele Ereignisse des verheißenen Messias al-Islam auch in seinem Leben, dass der verheißene Messias al-Islam für jemanden betete, für die Gesundheit eines Menschen oder für das Geschäft eines Menschen mit einem besonderen Schmerz. Und als der verheißene Messias al-Islam mit diesem Schmerz betete, damit er für die Verbreitung des Islam auch ihm half. Deswegen gab es eine besondere Bindung des verheißenen Messias al-Islam mit diesen Menschen und er betete für sie. In guten Dingen voranzuschreiten, einmal erzählt, also Muslim Radzi Allah Ta'ala Anhu über den verheißenen Messias der Islam. Ein Gefährte kam in den Bazar, um ein Pferd zu verkaufen. Und er gab ihm einen Preis, aber der Käufer Der Verkäufer sagte, ich will das zu diesem Preis verkaufen. Und der Käufer sagte, nein, ich möchte diesen Betrag bezahlen, der höher ist. Der verheißene Messias sagt, das ist ein kleines Ereignis der Gefährten, wie treu sie waren, dass der Käufer mehr zahlen wollte, als der Verkäufer haben wollte. Sie waren solche Menschen, die in jeder Tugend voranschritten und wetteiferten in guten Dingen. Und Allah sagt, ihr sollt wetteifern in guten Dingen. Denn wenn jemand etwas Gutes für den Glauben tut, dann sollst du versuchen, noch mehr zu tun als er und ihn hinter dir zu lassen. Und du sollst dein Ego opfern für ihn. Wenn jeder von uns so denken würde, dass man statt sich selber weltliche Vorteile zu erlangen, dass man in guten Dingen wetteifert und voranschreitet voneinander, miteinander wetteifert, was die Wahrheit angeht, was die Treue angeht, dann wird dies zum einen dazu führen, dass wir selbst uns selber erziehen können und einen Lohn uns zusichern können, aber auch unsere Nachkommen erziehen können und darüber hinaus wird die gesamte Jamaat voranschreiten. Das sind die Niveaus an Treue, die wir wahren sollten.
Eine andere wichtige Sache, auf die jeder Ahmadi aufmerksam werden sollte, lautet, dass man immer wissen sollte, dass Allahs Wesen das einzige Wesen ist, das alle Fähigkeiten in sich vereinigt. Es ist seine Aufgabe, jemanden recht zu leiten. Er hat uns die Aufgabe gegeben, dass wir die Leute recht leiten sollen und diese Botschaft weitergeben sollen, aber letzten Endes jemanden recht zu leiten, ist die Aufgabe Gottes. Wir müssen unser Bestes dafür tun, soweit wir können, mit allen unseren Fähigkeiten. Und Allah wird uns die Ergebnisse geben. Wir sollten nicht denken, dass falls jemand recht geleitet wird und Ahmadi wird, dass die Jamaat dann voranschreiten wird. Es gibt manche Menschen, die sagen, dass dieser oder jener Ahmadi werden sollte und dann wird dass wir dann Fortschritte machen werden. Also Muslim Al-Razilat Al-Anho sagt darüber, dass es Menschen gibt, die zum Verheißen Messias Islam kamen und sagten, dass in unserem Dorf jener Mensch lebt, wenn er ein Ahmadi ist, werden alle anderen Dorfbewohner auch Ahmadi sein, obwohl ihr Gedanke nicht richtig war, denn auch wenn er gläubig werden sollte, gibt es viele Menschen, die nicht glauben. Und es gab ein Dorf und es gab 3 Maulvis in einem Dorf und die Menschen sagten, wenn einer von ihnen an Mirza Sahib glauben sollte, werden wir alle glauben. Einer machte das Bett und Allah segnete ihn, er machte das Bett. Alle Menschen sagten, einer hat nur geglaubt, er ist irregeleitet worden. 2 haben nicht geglaubt. Das sind, wenn er hat, es ist nur einer, der geglaubt hat und vielleicht ist er verrückt geworden. Ein zweiter machte das Bett. Dann sagten die Gegner, die beiden Maulvis sind irregeleitet worden. Sie sind verrückt geworden. Sie haben an Mirza Sahib geglaubt. Aber einer ist noch da, deswegen glauben wir nicht. Solche Ereignisse gibt es auch. Und solche Menschen, die keine Erfahrung haben, denken und sagen, dass jener oder dieser glauben sollte, dann werden alle glauben. Aber das ist meistens nicht so. Unser Augenmerk sollte also auf die Segnungen Gottes liegen. Unser Vertrauen sollte auf Gott liegen und das, was wir tun müssen dafür, sollten wir tun und nicht auf die Menschen schauen, dass dieser oder jener glauben sollte. Es gibt viele Menschen, auf die andere Menschen vertrauen, aber auf die man vertraut, sie selber kommen manchmal in Schwierigkeiten. Es gibt Menschen, die mir schreiben und sagen, dass jener Mensch diese Bedingungen genannt hat und dann würde er Ahmadi werden und dann würde eine Revolution in unserem Dorf kommen. Aber das hat damit nichts zu tun. Deswegen sollte man beten, dass Allah solche Menschen der Jamaat als Geschenk gibt, die in Treue voranschreiten und die ein Teil des religiösen Fortschritts werden. Der verheißene Messias al-Islam hatte einen Schmerz, um die Menschheit zu erretten vor Finsternis. Und also Muslim Radhiyallahu Anhu gibt ein Beispiel und erzählt ein Ereignis und sagt, dass zur Zeit des verheißenen Messias al-Islam es eine Analphabetin gab, eine Frau, die als minderwertig galt, auch was ihre Familienkaste anging. Und sie sagte, Husur, mein Sohn ist ein Christ geworden, beten Sie, dass er Muslim wird. Der verheißene Messias Islam sagte, schick ihn zu mir, damit er hört, was Gott gesagt hat. Er war krank und er kam zum ersten Kalifen, um sich behandeln zu lassen. Da er in Qadian war, sagte der verheißene Messias, schick ihn auch zu mir, damit er auch von mir Dinge hört. Er hatte eine Krankheit gehabt
dieser Junge? Also Tuberkulose. Und der verheißene Messias al-Islam, als dieser Mensch zu ihm ging, ermahnte ihn der verheißene Messias al-Islam über den Islam und lehrte ihm Dinge. Aber das Christentum war in ihm so sehr gefestigt, dass als diese Sachen auf ihn eine Auswirkung hatten, dachte er darüber nach, nicht, dass ich zu einem Muslim werde. Er ging eines Nachts, lief er Richtung Badala fort und verließ seine Mutter aus Qadian, wo er zu den Christen ging, zu der Mission der Christen. Als die Mutter dies erfuhr, ging sie zu Fuß nach Badala und holte ihn zurück nach Qadian. Also Muslim oder Silatalanho sagt, ich weiß ganz genau, dass diese Frau immer zu Füßen sich legte, dem verheißten Messias, und sagte, ich liebe nicht meinen Sohn, sondern ich liebe den Islam. Das ist mein einziger Sohn, aber mein Wunsch ist, dass er ein Muslim wird. Dann kann er gerne sterben, auch in seiner Krankheit, die er hat. Ich werde nicht darunter leiden, aber er soll Muslim werden. Und Allah erhörte ihr Gebet und der Junge wurde Muslim und auch der arme Junge verstarb danach auch an seiner Krankheit. Die Frau wusste, wenn es eine Möglichkeit gibt, ihn wieder zurückzuholen zum Islam, dann ist das der verheißene Messias al-Islam und das ist das Mittel. Denn er hat wahren Schmerz für den Islam und er wird mit dem wahren Schmerz Tabligh machen können und jemanden überzeugen können. Über die Art und Weise der Reformierung des verheißenen Messias al-Islam sagt, also Muslim oder Silat al-Anhu, es gibt auch Menschen, die, was Islah, was Reform angeht, dass Menschen falsche Dinge, falsche Arten und Weisen an den Tag legen und dass Menschen dadurch sogar irregeleitet werden, durch falsche Art und Weise. Also Muslim oder Silat al-Anhu sagt, dass die Art und Weise der Reformierung des verheißenen Messias al-Islam sehr eigenartig war und sehr schön war. Ein Mensch kam zum verheißenen Messias al-Islam und er hatte kein Geld, und er sagte, da ich kein Geld habe, keine Mittel habe, bin ich so gekommen mit einem Zug. Und er hat eine falsche Art und Weise oder war illegal gekommen. Und der verheißene Messias Islam gab ihm eine Rupie und lächelte und sagte, ich hoffe, dass du das auf dem Rückweg dies nicht tun wirst und deine Fahrkarte die besorgen wirst. Und er ermahnte ihn, dass man nur legal sich verhalten darf, gesetzlich verhalten sollte. Und also Muslim oder Silat al-Anhu hat die Jamaat auch dazu aufgerufen, etwas zu lernen und auch Handwerk zu lernen. Und es gibt ein Ereignis dazu, jetzt von der Zeit, das heißt Messias al-Islam, in dem also Muslim darauf aufmerksam macht. Und er sagt, dass es einen Jugendlichen gab, der nicht sehr viel Wissen hatte und nicht sehr gebildet war. Er lebte beim verheißten Messias al-Islam und der Muslim sagt, ich kann mich daran erinnern, dass es einen Jungen gab, der beim verheißten Messias al-Islam war und er wurde Fajr genannt. Und der verheißte Messias al-Islam hatte ihn mit einem Maurer beschäftigt und er selber wurde auch zu einem Maurer. Er war nicht gebildet, war ein sehr ungebildeter Junge, aber er war ein sehr aufrichtiger und religiöser Junge. Er war kein Ahmadi, als er kam, aber danach wurde er Ahmadi. Und das Ereignis über seine fehlende, mangelnde Bildung, das Muslim Maud genannt hat, ist folgendes. Es kamen einige Gäste einmal und damals gab es kein besonderes Langerkhana, sondern das war im Haus und das ganz zu Beginn. Und im Haus des verheißenen Messias al-Islam wurde dieses Essen zubereitet für die Gäste. Sheikh Rahmatullah Sahib, Mirza Yaqub Beg Sahib, Khaja Kamaluddin Sahib, Qureshi Muhammad Hussain Sahib kamen nach Qadian und auch ein anderer Mensch. Der verheißene Messias al-Islam ließ Tee für sie zubereiten und sagte zu Fajr, diesem Jungen, er soll den Gästen doch Tee geben. Und
Der verheißene Messias dachte, dass er nicht vergessen sollte, jemanden Tee zu geben, deswegen ermahnte er ihn mehrmals, dass schau, gib allen 5 Tee, nicht, dass du vergisst, jemanden vergisst. Es gab auch einen anderen Diener des verheißenen Messias, Islam Chirag, und auch ihn ermahnte er, der verheißene Messias. Und als beide Tee holten, erfuhr man, dass sie alle beim ersten Kalifen waren. Sie gingen mit dem Tee dorthin. Also Muslim Maud sagt, dass Chirag ein alter Diener war. Er gab Hazrat Musjawwal den ersten Tee, weil der erste Kalif einen besonderen Rang hatte und ehrenwert war, und gab er ihm den ersten Tee. Aber Fajr nahm ihm an der Hand und sagte, nein, der verheißene Messias hat ihn nicht genannt, dass er einen Tee bekommen soll. Chirag machte auf ihn aufmerksam und mit dem Ellenbogen und versuchte ihm zu erklären, dass natürlich der verheißene Messias den ersten Kalifen nicht genannt hat, aber er ist der ehrenwerteste unter den Menschen, deswegen sollte man ihm diesen Tee geben. Aber er sagte die ganze Zeit, nein, Hazrat Sahib hat nur 5 Menschen genannt. Und er hatte nicht gesagt, dass wir ihm auch Tee geben sollen. Und der Muslim sagt, er war so ungebildet, dass er das nicht verstanden hatte. Aber als er Maurer lernte er dies ganz schnell. Und der Muslim sagt, wenn die Menschen etwas aufmerksam werden sollten, solche Menschen, die arbeitslos herumsitzen in anderen Ländern, auch in armen Ländern, auch hier in diesen Ländern sitzen manche Menschen nur herum, und sie sollten irgendetwas lernen und verdienen und etwas lernen und tun, und sollten in Khidmat-e Khalq, in der Schöpfung, im Dienst an die Schöpfung Gottes und anderen Dingen sich beteiligen und etwas tun. Und über die das Ehrgefühl des verheißenen Messias der Islam für Gott, sagte der Muslim Radiallahu Anhu, dass es einen Menschen gab, der später zum Ahmadi wurde, aber bevor er die Ahmadiyyat annahm, war Hazrat Sahib 20 Jahre lang mit ihm, redete er nicht mit ihm, denn es passierte Folgendes, dass einmal sein Sohn verstarb. Hazrat Sahib ging mit seinem Bruder zu ihm, sein Beileid auszudrücken, und es war bei ihm Regel, als jemand kam, um ihn zu treffen, jammerte er, dieser Mensch, und dieser Mensch umarmte den Bruder des verheißenen Messias Islam und sagte, Gott hat mir Unrecht getan. Und Hazrat Sahib war so wütend, dass er ihn nicht einmal ansehen wollte. Und später gab Allah ihm die Kraft, die Ahmadiyyat zu akzeptieren und sich von diesen unwissenden Dingen zu befreien. Also Muslim und Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sagt, dass über das Wesen Gottes der verheißene Messias der Islam ein Ereignis immer erzählte. Neben Mir Muhammad Ismail Sahib gab es einen Menschen, einen Atheisten, der dort lernte. Und es wird über die Existenz Gottes gesprochen. Und einmal kam ein Erdbeben und er sagte Ram Ram, also oh Gott, dieser Atheist, der hinduistische Vorfahren hatte. Und Mir Sahib fragte, du glaubst doch gar nicht an Gott, warum hast du Ram Ram gesagt? Er sagte, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe das aus Versehen gesagt. Aber die eigentliche Tatsache, also Muslim Maud sagt, die einzige Tatsache ist, dass die Atheisten ungebildet sind. Und wenn sie Angst haben, sagen auch die Atheisten, dass sie vielleicht falsch liegen. Und wenn sie richtig wären, dann würden sie beim Sterben anderen Menschen sagen, du sollst nicht an Gott glauben, es gibt keinen Gott. Aber wir sehen das Gegenteil. Das heißt, das ist ein großer Beweis für die Existenz Gottes, dass in jedem Volk dieser Gedanke da ist, dass es Gott gibt. Die Unterstützung Allahs für den verheißenen Messias,
darüber sagt also Muslim radhiyallahu ta'ala anhu, dass der Schmerz des verheißten Messias Islam auch damit bewiesen sein werden kann, eine Notiz, die der verheißte Messias in seinem privaten Notizbuch geschrieben hatte. Er wollte es nicht der Welt zeigen, aber ich habe es veröffentlicht, damit die Welt nicht den Eindruck hat, dass der verheißte Messias al-Islam so etwas veröffentlichen wollte, sondern es war ein Gebet an Allah, welches er aufschrieb und Gott erreichte. Er hat diese Schrift nicht geschrieben, damit die Welt dies sieht. Und sie konnte die Welt auch nicht erreichen, wenn Allah dies mir nicht gegeben hätte und ich dies nicht veröffentlicht hätte. In dieser Schrift spricht der verheißene Messias Islam Gott an und sagt: O Allah, wie kann ich dich verlassen, wenn doch niemand mir helfen kann? Du bist derjenige, der mir hilft und der mir meine Sorgen nimmt. Die Werte, moralischen Werte eines jeden Ahmadis sollten sehr hoch sein. Und der verheißene Messias al-Islam hat mehrmals dazu ermahnt. Was war sein eigenes Vorbild diesbezüglich? Und wie ging er mit den Feinden um? Wie behandelt er die Feinde? Darüber sagt also Muslim radhiyallahu ta'ala anhu, dass ein Freund ihm erzählte, dass einmal unter den Hindus eines starken Gegners war, sehr krank wurde, und als sie nicht behandelt werden konnte, waren sie so besorgt und beschämt, dass er zum verheißten Messias ging und sagte: Wenn sie Muschk haben, dann bitte ich sie, dies zu geben. Er hat etwas Moschus benötigt, und er selber sagt, dass der verheißte Messias Islam eine ganze Flasche von Moschus ihm gab und sagte: Nehmen Sie das alles, denn Ihre Frau hat große Schmerzen. Was ist die Lehre des verheißten Messias Islam bezüglich Wut und Zorn? Der verheißte Messias Islam pflegte zu sagen, dass Daun von Dan kommt, also Speer werfen. Jener Gott, der die Pest schickte für den verheißten Messias, er selber ist heute auch da und wird auch heute seine Kräfte zeigen und wird nicht ruhig bleiben. Wir werden ruhig bleiben, und wir ermahnen die Jamaat, dass sie ihr Ego unter Zaum halten sollten und der Welt zeigen sollten, dass es auch eine Jamaat auf der Welt gibt, die nicht bereit ist, die jegliche Unruhe nicht mit Unruhe beantwortet. Und das ist der Schmerz, den der verheißene Messias Islam hatte. Wir haben auch gehört, wie er betete, dass er nicht fluchte auf jemanden, sondern dass er jedem Frieden und Ruhe wünschte, auch seinen Feinden. Um eine besondere Leidenschaft im Gebet zu entwickeln, hat der verheißene Messias Islam uns einen Rat gegeben. Also Muslim oder Silat al-Anho sagt, dass der verheißene Messias Islam zu sagen pflegte: Wenn ein Mensch denkt, dass während des Gebets er keine Leidenschaft entwickelt, dann soll er versuchen, künstlich zu weinen. Denn wenn er dies tut, wird er als Resultat auch wahrhaft weinen können und eine Aufwühlung und Leidenschaft entwickeln. Wie sollte man beim Gebet sich fühlen? Darüber erklärt er weiter. Also Muslim sagt, dass einige unserer Misserfolge und dass die Feinde immer noch da sind um uns herum, hat den Grund, dass es einen Teil von uns gibt, die nicht betet. Und auch heute ist dies Realität, dass viele nicht beten. Viele Menschen wissen gar nicht, wie man beten soll, und sie wissen gar nicht, was das Gebet ist. Sie sagen zwar, dass eine Revolution kommt, aber sie sind schwach. Also der verheißene Messias al-Islam hat dazu gesagt: Dua bedeutet, den Tod zu akzeptieren. Und
man muss sterben, um zu beten. Wenn man jemanden um etwas bittet, dann muss man praktisch quasi sterben. Und ohne zu sterben kann man nicht etwas nach etwas verlangen. Wenn er nicht einen Tod erlangt, kann er nicht Dua machen. Dua bedeutet also, dass der Mensch auf sich einen Tod ergehen lässt. Denn jener, der weiß, dass er etwas tun kann, wird keinen zu Hilfe rufen. Passiert dies etwa, dass jemanden zu Hilfe ruft? Dass er seine Nachbarn zu Hilfe ruft, damit sie ihn Kleider anziehen oder damit sie seine Teller ihm spülen, wenn er dies selber machen kann? Oder dass er jemanden ruft, dass er ihm seinen Stift aufheben soll? Der Mensch geht zu anderen Menschen und ruft sie zu Hilfe, wenn er weiß, dass er etwas selber nicht tun kann. Jemand, der denkt, dass er etwas tun kann, wird niemals nach Hilfe suchen. Nur jener wird nach Hilfe suchen, der denkt, dass er dies nicht tun kann. Genauso wird auch nur jener Gott um Hilfe bitten, der sich selbst als tot erachtet und als jemand, der nichts tun kann vor ihm. Allah sagt, solange der Mensch nicht auf meinem Wege stirbt, kann ein Dua nicht ein Dua sein, ein Gebet kann nicht ein Gebet sein, denn das ist genauso wie ein Mensch, der einen Füller heben kann, aber andere Menschen um Hilfe ruft. Das ist wie Spott. Wenn ein Mensch weiß, dass er so viel Kraft besitzt, dass er einen Füller aufheben kann, dann wird keiner ihm helfen. Genauso ein Mensch, der denkt, dass er eine Sache selber machen kann, wenn er dafür betet, wird das nicht sein Gebet sein. Gebet wird nur das sein, wenn er selber einen Tod erleidet und denkt, dass er dies nicht tun kann. Und wenn er sich als nichtig erachtet, wenn ein Mensch diesen Zustand entwickelt, dann kann er erfolgreich sein und seine Gebete können Erhörung finden. Möge Allah uns die Kraft geben, dass wir solche moralischen Werte entwickeln und dass wir hohe Werte des Gebets entwickeln. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'uzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر